Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disgaea 5. Ich habe mal das ein paar Squads gelevelt und Research habe ich jetzt auch mal fertig gemacht hier. Das war bei 33%, aber das war irgendwie nicht richtig. Und deswegen habe ich das abgebrochen. Und die hatten dann auch sozusagen. Wo ist es denn eigentlich? Sie ist doch die feine Neverworld. Na egal. Die haben mir den Overlord gefunden, aber irgendwie kann ich ihn gerade nicht angreifen. Das muss ich echt mal ein bisschen mehr machen eigentlich hier. Weil ich habe ja so viele Charaktere, die eigentlich nichts zu tun haben, dass ich eigentlich wirklich dort welche mal hinschicken kann. Seit wann ist denn da dieses Raketensymbol? Das ist aber nicht lange. So. Ich schicke einfach mal Edna hin. Laha. Weil ich die sehr selten benutze. Also ich schicke mal wirklich Charaktere hin, die vielleicht, ich weiß nicht, sogar profitieren können, dass sie halt mal ein bisschen länger weg sind. Dann müsste ich halt noch auch nochmal die ganzen Squads wirklich hochleveln, sage ich mal. Ich probier's einfach mal mit dem Bein hier aus. So, dann nehme ich mal dich noch mit. Und ich würde sogar sagen, AG kommt auch mit. Miese. Die kriegen die volle Packung, sage ich euch. Und LMB. So. Mehr kriegt ihr nicht. Ja. Die sind dann jetzt weg. Und zwar dort. Und also hier in die Mönchruhm. Und hoffentlich entdecken sie coole neue Sachen. Hier haben wir wieder sehr viele komische Welten. Kann ich euch mal kurz zeigen. The World. St. Kano. Das sieht komisch aus, ne? So ein bisschen mehr auf. Also die beiden hier waren mehr auf Halloween. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Ja, die sehen sowieso alle sehr, sehr merkwürdig aus. Das sieht wieder bunter aus, ne? Dieses schöne mit den Noten. Ich zeige euch einfach bloß ganz kurz. Ja, natürlich. Ich zeige euch einfach das ganz kurz nur, weil, ne? Damit ihr halt auch so einen Einblick habt, was es noch so für Neverworlden gibt vom Aussehen her. So. Und wir werden starten. Jetzt haben wir natürlich einige Charaktere nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Gut. Wie gesagt, das sind jetzt die Charaktere, die ich sowieso sau selten benutze. Und da kann ich sie auch in die Research reinschmeißen. Ist eigentlich ganz cool. Also ganz coole Aktion, dass man sowas auch machen kann. So, jetzt haben wir wieder 20% weniger Genauigkeit. Na, das könnte ja wieder lustig werden. Warum ich kein Item dafür benutze eigentlich, also kaufe. Für Ausrüstung. What did you just say? 4 billion hell? Yes? Is everything really gonna be okay, dude? Hallo, keine automatisch an? Doch. Of course. It's perfectly fine. I hope so, dude, but I seriously think you should return soon. Madam Serafina? How is father doing? Has he said anything about me? No, I haven't heard anything, dude. I see. Tell father, don't worry about Serafina. She's okay. All right? So you're worried about your old man after all? Ooh, Serafina Sis has a surprisingly cute side. How long have you been there? Don't worry about Serafina, she's okay. Since about there. You two have crossed the line of common decency to be eavesdropping on a lady's conversation.
Hey, you two. Are you still alive? There's no response. They must be merely corpses, Plip. The Rebel Army. In the name of the Lost, we won't let you pass. They seem to be hesitating. That probably means Demon General Bloodus's injuries are pretty severe. We need to push. Let's take Sand Kano back from the Lost. Gut, kann ich jetzt hier rucken und werde Magnus nicht benutzen, weil die halt ausgenockt sind. Au. Okay. Oh. Das ist eine coole Waffe. Der 50%. Alles klar, ich verstehe schon. Verstehe schon. Das heißt, ich müsste... Ah ja, ich habe schon so eine kleine Idee, was ich machen werde. Ich werde nämlich mit Red Magnus das hier so raufschmeißen, dann hier hochgehen und dann diese beiden Dinger vernichten. Dafür müssen sie natürlich auf dieser Fläche bleiben. Ich hoffe, dass ich das in einem Zug schaffe. Ich muss zumindest die Death hochkriegen. Das wäre am besten. So, wie mache ich das am besten? Also Red Magnus muss auf jeden Fall hoch. Ed kann ihn so hinwerfen. Dann passiert ihm halt auch nichts. So. Lari, hast du noch einen schönen Buff für ihn? Schild, perfekt. So, damit er ein bisschen geschützt ist vor den Attacken von der da oben. So. Perfekt. So, dann haben wir jetzt nämlich auf diesen Feldern schöne Death-Werte. Let's go! So. Ich hoffe einfach mal, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und dass sie dann... Nee, das ist mir zu dicht. Das ist mir ehrlich gesagt zu dicht da oben. Nicht, dass sie da runter schießen kann. Weil sie die Reichweite dafür hat. Also ich warte erstmal ein bisschen ab, was passiert. Wie weit die runterkommen und dann... Ach, ich muss noch einen hochschicken, Moment. Dann schicke ich... ich schicke ihn hoch. Schicke Ed hoch. Logan ist jetzt... Eigentlich ist es ganz cool, ne, dass ich ihn noch habe, aber eigentlich benutze ich ihn auch nie. So, Planer. Geht jetzt mal auch nach hinten. Meine Stimme ist schon wieder weg. Beziehungsweise der Schleim ist da. So, ich beende einfach mal den Turn. Und hoffe, dass mein Kilian überlebt. Ja. Oh, das ist natürlich scheiße. Wo ist sie jetzt hingelatscht? Ach, sie steht da vorne. Aber wenig Schaden. Die Attacke sieht geil aus. Muss ich sagen. Die Attacke sieht echt geil aus. Also ich mag sie. Können die eigentlich keine Kombo machen? So wie wir? Nee, wa? Zumindest sieht das so aus. Ja, im letzten Part hatte ich ja übrigens gesagt, dass ich frei habe. Also nicht mehr frei habe. Und ich nehme immer noch am selben Tag auf. Deswegen verwundert euch nicht. Weil ich
will heute mal ein bisschen länger aufnehmen. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, es ist einfach eine einfache Tour heute. Also von daher ist es nicht so schlimm. Ich bin dann morgen wieder schnell wieder zurück. So. So, du hast abgedankt, also du hast sehr gute Arbeit geleistet. Der Enemy-Boost ist natürlich böse, ne? Lari? Ach hier. Ich habe Lari gar nicht gesehen. So, Lari, bitte mal volle Kanne heilen. Boah, echt jetzt? Ah, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich würde am liebsten sie so vernichten. LOL, das schaffe ich sogar. Wenn die nicht nicken würden. So. Oh yeah. Damage. Ich hasse solche Maps, wo... Nein. Wo du einfach... Ja, du hast einfach... Ah, scheiße. Oh, scheiße. Das reicht alles nicht. Nein, Kida, nicht sterben. Egal, er wird nicht sterben. Bam. Weil nämlich Seraphina auf ihn aufpasst. Nee, Seraphina tötet nämlich jemand anders. Und zwar die da. So, dran? Nö. Nö. Alles klar. Kommst du so ran? Ja. 80%, ne? Ein bisschen. Okay, funktioniert. Ah, sie hat... Ich benutze sie leider auch zu selten. Das ist eigentlich ein cooler Charakter, muss ich sagen. Ja, ätzend. Wen könnte ich denn jetzt noch benutzen? Annie. Annie könnte es schaffen. Nice. Jetzt geschafft. So, jetzt gehen wir schon mal Jo. Ja, aber die heilen sich nämlich. Seht ihr? Ey, dieses Schild. Ja, ist gut. Ist gut. Sind zu viele Attacken. Kilia? Kilia? Kilia ist weg. Fuck. Das ist jetzt wirklich kein Mist, ey. Das ist richtig mies jetzt. Oha. Das könnte wirklich zu einem Problem führen. Hm. Das könnte wirklich ziemlich böse enden. Kannst du ihn da schnell hochwerfen? Ah, er kommt da bestimmt nicht oben ran. Oh Mann. Na gut, dann muss Nisa das machen. Drei kannst du erwischen. Na gut, mach das so und dann... Lari... Schildert am besten nochmal den Magier und dann versuchen wir es einfach mal hier, ihn noch zu vernichten. Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht können. Aber egal. So, deffen. Dann machen wir in der nächsten Runde das kaputt. Ach ja, wir haben ja noch da Megafeuer drauf gemacht. Stimmt. Ja, vielleicht schafft es ja Seraphina trotzdem. Nee, das reicht nicht. Das reicht niemals. Ah. Ansonsten in Real Life. Ich bin ein bisschen gehypt von Fire Emblem. Und ich versuche auch die ganze Zeit so eine Special Edition zu bekommen. Weil ja bald das nächste Fire Emblem kommt. Was ich auch spielen werde hier auf diesem Kanal. Ich freue mich schon so drauf. Ich bin so extrem hochgehypt von Fates.
Also das. Und. Ja. Das wird richtig geil, sage ich euch. Das gefällt mir jetzt schon. Also, ich habe jetzt noch nicht mich spoilern lassen, das ist gut. Ihr wurdet ja noch nicht getötet, oder? Nissa wurde getötet. Alter, Nissa hast du. Ey, das gibt echt Rache. Niemand tötet meine Nissa. Never ever. Einfach so ungestraft. So. Alter, die Death-Werte sind so niedrig. So. Jetzt. Bitte, Wett Magnus. Overlord. An. Sagte Overlord an. Voll. Change to green. Alles klar. Na dann. Viel Spaß mit dem Massaker. Jetzt geht's los. Wartet mal. Oh, das war jetzt nicht so doof. Das war jetzt nicht so klug. Oh. Weil meine sind jetzt auch dran. Eieieiei. Naja. Wenigstens kriegen wir Bonus ganz hoch. Weil das geht alles kaputt. Ey, ich hoffe, dass da wenigstens ein paar überleben. Jetzt geht's los. Damage. Noah. Großartig. Weil nämlich alle Gegner vernichtet wurden. Durch diese letzte Attacke. Die hat zwar nicht gezeigt, wie die alle gestorben sind, aber die sind halt dann alle gestorben. Yummy. Das war richtig yummy. Juhu, little Crystal! Long time no see, is everything going smoothly? Of course it is. What do you take me for? Wow, Christo, you must be a genius. Are you making fun of me? No, no, no. What are you saying? I don't think anyone in our organization has more faith in your abilities than I do. I'm elated to discover that I have such a nosy superior who is the only one who understands me. Oh, it makes me want to cry. Well, it's fine, really. This ordeal will soon be over. At this rate, that ridiculous accusation that I'm a spy for Void Dark will be proven false. Then, I will exact my revenge on those who set me up in the first place. Nice! Sounds like you're ready to go! You can do it! I believe in you! It doesn't matter if you believe in me or not. I will accomplish this. Whew! I talked all big, but we still lack the strength to confront Demon Emperor Void Dark. More allies? No. I have to find pawns that I can use. Hat hier jeder ein Telefon? Gibt's doch nicht. Ständig wird hier angerufen. Telefoniert. Handys weg. Außer Neverworld. Ey, da hat er echt. Nee, Nissa, das war für dich die letzte Attacke. Also wirklich. So, jetzt labert nicht so viel. Really? Ja, oh nein, jetzt geht das los. Ich bin der Reichste. Ich bin die Reichste. Also, die Drittreichste ist sie. Aber ist sie bald nicht mehr. Da wir gehört haben, sie hat nur noch ein paar Billions. Also von daher kann sie nicht mehr so reich sein.
Also sie hat ja auch so ein komisches Gesicht gezogen. Und das hat man eigentlich am Anfang schon gemerkt, dass sie irgendwie, sie ist, hat zwar Money, aber ja, man merkt einfach, dass sie irgendwie im Hintergrund doch kein Geld mehr hat. Naja. Naja, vielleicht. Vielleicht wird's ja noch mal. Ja, ich sag mal so, vielleicht wird's. Oh, ey, Davif! Was labert ihr denn die ganze Zeit, ey? Um was geht's denn jetzt? Na, vernichten? Kommt da bald ein Engel? Dann könnte es vielleicht Liz sein. Beim letzten Teil, im vierten Teil war es ja auch so. Dass da ein Engel, dass da die Engels kamen. Engel. Engel? Die Engel? Ist schon Mehrzahl, ne? Ist komisch. Wenn man die Engel sagt, ist es Mehrzahl. Wenn man der Engel sagt, ist es Einzahl. Oder das Angel. Das Engel. Nee, das Engel ist doof. Mann, er soll doch kein... Oh, ey. Keine Pussy sein hier, ey. Also ich hype sozusagen... Nochmal zurück zum Thema. Ich hype Fire Emblem und das wird auf meinem Kanal kommen. Sogar, das ist jetzt sozusagen ein Teaser für die Leute, die Discalia gucken. Sogar beide Versionen. Das heißt Herrschaft und Geburtsrecht. Also, nee, wie heißt denn das auf Deutsch? Birthway heißt es auf Deutsch, auf Englisch. Birth. Heißt es... Herrschaft oder eigentlich Eroberung. Naja, Conquest und Birthright wird Let's Play auf diesem Kanal. Beide Spiele. Das heißt, auch wenn die... Alter, meine Stimme. Auch wenn die Story jetzt nicht so krass abweisend, also sich nicht krass unterscheidet, gibt es doch spielerische Unterschiede und die könnt ihr dann auf meinem Kanal sozusagen sehen, da ich beide Spiele Let's Playen werde. Auch das dritte wird wahrscheinlich bei mir Let's Played. Weil ich einfach Lust drauf habe. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan und irgendwann werde ich nochmal Awakening spielen, kurz bevor das Fates kommt. Und darauf könnt ihr euch freuen, das macht mir wirklich Spaß. Das hier macht mir natürlich auch Spaß, aber Fire Emblem macht mir doch noch ein bisschen mehr Spaß. Und da muss ich noch gucken, wie ich das mache mit jungen Mädchen spielen, weil man kann Jungen oder Mädchen spielen und gibt es halt auch sozusagen... Man kann jemanden heiraten zum Beispiel und ja, mal gucken, wie ich das mache, wo ich Frauchen spiele und wo ich männlich spiele. Mal gucken, das wäre ein bisschen so unterschiedlich. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis bald, euer Kuma. Tschüss.